Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Wir haben mit Mumbo alles erledigt, deswegen bringen wir ihn zurück in seinen Schädel. Und wir können wieder einiges tun als Banjo und Kazooie. Na du, Eindringlinge. Mein Gott, er hat's überlebt. Der alte Zauberstab ist wohl auch nicht mehr der Beste. Was soll's. Lassen wir Hooligans bei Mumbo im Schädel und setzen unseren Weg fort. Hier im Feuerdingsbums hätten wir alles. Stelle dich einfach auf das Warpfeld und drücke B, um reinzureisen. Ja, kein Problem. Wo sollten wir denn noch überall? Wir gehen jetzt erstmal in die Weltraumzone. Damit ich die ganzen Sachen da erledigen kann. Oh, jetzt gibt's jede Menge Minispiele. Wir machen mal ein Minispiel-Part. Aber zuerst den Scheißer lösen. Dann haben wir einen Autoscooter, dann haben wir das flotte Flugobjekt. Und der Endboss wartet immer noch. Den kriegen wir auch so einfach nicht los. Hey, das sieht gut aus. Yay, was eine Attraktion. Hey, überhaupt nicht gefährlich für die Kleinkinder. Ja, ja. Dann haben wir den besagten Jupiter. Wie machen wir das am besten? Einfach so hochspringen? Oh ja. Ah ja. Nein, nicht runterfallen, das wäre uncool. Oh nein, nicht runterfallen, das wäre uncool, das wäre uncool, das wäre uncool. Auf den Stern gelandet. Ja, wie komme ich denn da am besten hoch? Sagt mal, mal ehrlich. Wie soll ich denn da am besten hochkommen? Ich meine, das dreht sich ja wie bekloppt. Ich versage schon beim ersten Stern. Hallo, was ist denn jetzt los? Juhu! So, wir kriegen das schon gebacke. Soll ich einfach so hinspringen? Oh Gott, ich probier's. Juhu! So ist es sogar besser. Ja. Und jetzt komme ich, lass mich fallen, aber mit Dämpfer. Okay, nur ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, bevor wir hier weggehen. Ich glaube, hier war nichts mehr Tolles. Ja, der Minjo halt. Meh. Also, hier ist nichts mehr. Weiter geht's. Ja, genau, der Scooter. Ganz genau, der Scooter. Der hier, ja, genau. Oh Gott, das war irgendwie... Irgendwie war das irgendwie... Ach, fuck you! Jetzt zahlst du den Eintritt für die Hexenpark-Premium-Attraktion. Moment mal. Wir haben mit Mumbo den Strom her aufgemacht. Wir können also nicht alles auf einmal lösen. Entweder wir müssen uns zweimal in einen Geldtransporter verwandeln, oder wir müssen uns zweimal mit Mumbo herumschlagen. Nee, geht auch nicht. Wir können ja nicht vorher als Geldtransporter da rein, bevor wir mit Mumbo nicht die Tür da aufgemacht haben. Oder war es nur die Energie? Egal. Jedenfalls nochmal der Geldtransporter. Da schmeißen wir da unser hart verdientes Geld rein. Nämlich das, was zufällig in diesem Geldtransporter drinsteckt. Ja. Genau, das schmeißen wir da einfach mal rein. Und dann, das ist schon, na gut. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das ärgert mich halt. Oh nein, ich falle runter. Gut, dann fahren wir halt wieder eine Runde. Hey, fettige Joe. Na du. Das ist kein Problem, ist noch nicht weit. Ups. Achtung. Selbst schuld. Rein da. Klar. Ist eine Fußgängerzone und das Auto macht drin rum, aber hey. So ist es halt. Bezahle hier den Eintritt zum Knochenbrecher-Scooter. Okay. Long. Hereinspaziert. Der Eintritt ist bezahlt. Yay. Was sind das? Drei Türen? Warum drei Türen? Oh nein. Das kann ich nicht zulassen. Drei Türen. Das sind zu viele. Das sind drei zu viele. Okay, das wird schon gut klappen. Ich habe das irgendwie einfach in Erinnerung. Oder vielleicht hat es mir einfach nur gelegen. Ich weiß nicht mehr. In der Nähe von Wumbas Wigwam. Aber was es war, weiß ich nicht mehr.
Ich kann mich erinnern, dass ich alle Minispiele, die es im Spiel gibt, in- und auswendig kenne, weil man kann die ja, nachdem man ein Spiel durchgespielt hat, alle nochmal optional anwählen, um die Zwischensequenzen und so. Und da haben wir das immer gezockt. Alle möglichen Dinge. Ich weiß, das waren Autoscooter, aber was musste man da machen? Man hatte auch Gegenspieler wie beim Steinballturnier, aber was musste man machen? Sachen einsammeln? Leute rammen? Ich weiß es nicht mehr. Weltraumzone. Schön, dass wir das mal geklärt haben. Nix wie rein da. Bin mal gespannt, hey, was war denn das genau? Man ist Scooter gefahren, klar. Und das sind 3 Schwierigkeitsgraden. Kriegen wir schon hin. Oh yeah. Knochenbrecher-Scooter, 1 gegen 1. Lass uns unsere Plinkies in Ruhe. Ah, die Plinkies, kennt ihr die auch noch? Mal sehen, ob du es schaffst. 60 Plinky-Punkte in 75. Ja, ihr könnt selber lesen. Okay, wir müssen einfach nur die Plinkies sammeln. Die kennt ihr natürlich auch aus der Eiswelt von Banjo-Kazooie. Okay, der ist echt schlecht. Der kriegt ja keinen einzigen. Und ich alle. Kommt halt, wenn er nur hinter mir herfährt. Ich sollte 45 einsammeln, ja? Das habe ich schon getan. Ich habe noch 20 Sekunden Zeit, was soll das? Ja, der versucht mich einfach nur zu rammen, der versucht mich davon abzuhalten, die Dinger einzusammeln. Der sammelt gar nicht. So war das. Aber das gelingt ihm nicht wirklich. Kann man eigentlich irgendwie noch mehr Gas geben? Okay, 80. Hm, nicht schlecht. Du gewinnst Spiel 1 mit 80 Punkten. Kommen wir zu Spiel 2. Ja, und da konnte man immer seinen Highscore erhöhen. So war das. Rein da. Jo, jetzt habe ich 2 Gegenspieler. Am Ende habe ich 3. 2 gegen 1. Wo ist das Gaspedal? Banjo. Mal sehen, ob du das schaffst. 50 Blinkies in 45 Sekunden zusammen. 50? Mach den fertig. Okay, es könnte fordernder werden als zuvor. 50 Punkte. Die blauen sind natürlich am meisten wert. Unverkennbar. Würdet ihr schon alles selbst gesehen haben jetzt. Okay, wenn wir einen großen Bogen fahren, können die uns eigentlich gar nicht so gut abdrängen. Von daher würde ich sagen, auch Stufe 2 ist noch kein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Stufe 3, oh, das war Mist, interessant wird, aber nicht spannend. Okay, ich will nichts gesagt haben, denn die Zeit läuft weg, aber wir kriegen das locker hin. Wir sind zu schlecht. Oder es ist einfach nur einfach. Ich hab's schon geschafft. Hey, was soll das? Du gewinnst Spiel 2 mit 56 Punkten. Doch, das ist noch das... Da ist noch das dritte Spiel. Geh mal auf da. Mhm. Bin schon gespannt. Ich will ja nicht den ganzen Part da mit dem Scooter verbringen. Wir wollen doch das flotte Flugobjekt sehen. 3 gegen 1. Diesmal wird's wirklich spannend. Doch, gebe ich zu. Jetzt bist du in Grund und Boden gerammt, Freundchen. Kann ich mir vorstellen, aber wir kriegen's trotzdem. 40 Punkte. Ja, Mann. Auf geht's. Oh, da ist ein blauer. Noch blau vor viel Zeug hier. Ah, die können in der Tat auch einsammeln, merke ich gerade. Habe ich gemerkt. Das ist sehr interessant. Aber solange so viele blaue und grüne kommen, geht das doch. Nein, lass mich los. 30 Punkte? Habe ich doch schon. Habe ich doch schon. Vielleicht auch 40. Lass mich los. Lass mich los. Ich nehme einfach mal an, es waren 40. Aha. Dann bräuchte ich noch einen von den Grünen. Okay, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Nein, du gewinnst Spiel 3 mit 48 Punkten. Ich nehme an, du erwartest eine Art von Belohnung. Ganz genau, hä, damit du Skeletthexe. Naja. Das war nicht wirklich fordernd.
Deswegen nix wie raus hier. Wie komme ich denn jetzt zum flotten Flugobjekt? Da muss ich ein bisschen nachdenken. Muss ich dann... Moment. Also von außen können wir nicht hoch, ja? Nee, das sind nur Eier. Das sind nur Eier. Ich laufe einfach mal querfeldein. Das geht doch. Ist doch in Ordnung. Oh, das Zelt. Ja, da gehen wir noch rein. Später. Wir müssen wieder die Gondel nutzen, um da oben hin zu gelangen. Au! Hast du Probleme? Wenn nicht, kriegst du welche. Okay, das flotte Flugobjekt. Ich kann mich erinnern, das ist ein bisschen härter, Leute. Als dieser Scooter. Mal sehen, ob wir das in diesem Part noch schaffen. Na ja, gut, wir haben ja noch 4 Minuten. Das ist in Ordnung. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht mal bis dahin. Aha. Wir haben ja eine Flugplatte, eine Sprungplatte da. Eigentlich könnten wir das viel gechillter erreichen. Das nervt mich nicht. So, wir mussten gar keine Rücksicht nehmen. Pieps, reise mit dem flotten Flugobjekt ins Zentrum der Gefahr. Ja, okay, mach ich doch. Gut, kriegen wir hin. Komm schon. Ein weiteres Minispiel. Reise mit dem flotten Flugobjekt. Drücke Z, wenn das Fadenkreuz erscheint, um auf die Ziele zu feuern, um Punkte zu sammeln. Blaue Ziele sind 3 Punkte wert, grüne 2 rote 1. Ich gebe dir ganz besondere Eier, damit du eine Chance hast. Sammle 500 Punkte um den ersten... Achso. Wenn ich natürlich den ersten Platz mache, dann erhalte ich beide Preise. Natürlich ist 1 die Cheeto-Seite. Ach so. Hm, so war das. Oh Gott. Okay, zusammenreißen. Also immer erst auf die blauen. Oh nein. Das war nicht so toll. Einfach Z gedrückt halten lassen. Die Eier fliegen irgendwie auch ein bisschen komisch. Beeinflusst durch die Flugbahn, kann man sagen. Ab in den Star-Spinner. Das ist echt ein Spinner, ehrlich. Komm, scheiß Sequenz, mach aus. Ja, es gibt dann noch später Bögen, wo nur blau sind. Die sind immer schwer zu erreichen. Ah, verdammt, schon wieder den Blau nicht erwischt. Okay, ich bin ein bisschen konzentriert. Ich will es ja auf Anhieb schaffen. Was, 300 Punkte für den ersten Platz? Na, die Fahrt dauert halt noch ein bisschen, aber die Hälfte haben wir schon mal. Mal sehen, wir können das schon schaffen. Wir machen dann noch Loopings überm Zelt. Da gibt es ganz viele Punkte zu holen. Poppen aber ziemlich spät auf, hey, die Dinger, hey. Achtung, jetzt gleich kommen die ganz besonderen. Toll. Glaube ich zumindest. Achtung. Na gut, ein paar erwischt. 2. Wie es sich angehört hat, waren es 2. Wir kriegen das hin, die 300. Hoffentlich. Ich weiß nicht, wie lang es noch geht. 33 noch. Ach, wir gehen ja noch da rein. Okay. Auf jeden Fall fehlen nur noch 4. Also. Ich glaube, hier ist sogar das Ende. Aber es werden noch genug da sein. Ne, wir fliegen doch wieder raus. Hier sind die Ziele ganz nah beieinander. Einfach draufhalten. Hey, ohne Ende. Oder waren es 400? Hä? Ich bin mir ganz unsicher. Auf jeden Fall habe ich schon über 400 Punkte. Wir können jetzt so langsam aufhören. Ach, wir brauchen nur 500, oder? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Okay, baller, was das Zeug hält. Ballern. Komm schon, kriegst du. Die 500.
Oh, bitte. Ich habe 500. Leute, genial. Haha, ich habe 500 Punkte. Ich bin noch ein bisschen außer Puste irgendwie. Pieps, gut geschossen. Du gewinnst 2 Pieps-Preise. So eine primitive Aufzeichnung von auf Papier. Weiter im nächsten Part, Leute. Aus Prinzip. Ciao.